Augen auf. Das hat meine Mutter früher, als ich noch ein Kind war, oft zu mir sagen müssen. Denn ich war ein ziemlich verträumtes Kind und achtete nicht immer auf meinen Weg und dann gerät man ja leicht ins Stolpern. Augen auf, das würden wir gerne so manchem Menschen sagen, der achtlos und gleichgültig am Elend von anderen vorbeigeht und es nicht wahrnimmt. Augen auf, das wünsche ich mir auch von Gott, dass er mich sieht, wenn es mir nicht gut geht, dass er dann seine Augen auf hat und auf mich aufpasst. Und dass Gott seine Augen auf hat und die Not von Menschen durchaus wahrnimmt, davon erzählt eine Geschichte, die wir ganz am Anfang unserer Bibel finden. Relativ am Anfang unserer Bibel finden. Sie gehört in den Zusammenhang der Erzvätergeschichten und handelt von einer ägyptischen Sklavin namens Hagar. Hagar ist die Sklavin von Sarah. Und Sarah, das wissen wir ja, ist die Frau von Abraham. Sarah ist ziemlich verzweifelt, denn Sarah kann keine Kinder bekommen. Das war für Frauen in der damaligen Zeit eine ganz große Katastrophe und Schmach. Und so kommt Sarah auf die fatale Idee, Hagar, ihre Sklavin, sozusagen als Leihmutter zu benutzen. Sie soll ein Kind für Sarah bekommen. Und Sarah schickt ihren Mann Abraham zu Hagar, um mit der ein Kind zu zeugen. Hagar wird überhaupt nicht gefragt, sie wird missbraucht für die Zwecke anderer. Hagar wird tatsächlich schwanger. Und sie rächt sich auf ihre Weise für das erlittene Unrecht. Sie lässt Sarah nämlich spüren, wie glücklich sie über die Schwangerschaft ist. Ha, ich kann ein Kind bekommen, du bist unfruchtbar. Damit quält sie ihre Herrin. Und diese quält ihrerseits ihre Sklavin. Und die Situation für beide Frauen wird immer unerträglicher, so unerträglich, dass Hagar dann die Flucht ergreift und flieht in die Wüste. Hier sitzt sie an einer Wasserquelle erschöpft und hoffnungslos verzweifelt. Und in dieser Situation begegnet ihr ein Engel Gottes. Das ist die erste Geschichte in der Bibel, die von der Begegnung eines Menschen mit einem Boten Gottes erzählt, einem Engel, der eine Botschaft weitergibt. Was sagt der Engel zu Hagar? Er sagt Hagar, sie soll bitte zurückgehen zu Abraham und Sarah. Das kann ja wohl keine großartige Stärkung gewesen sein für diese Frau, oder? Aber natürlich ist das nicht alles, was der Engel der Hagar mit auf ihren Weg zurückgibt. Er gibt ihr auch noch eine ganz großartige Verheißung mit auf ihren Weg. Er sagt ihr nämlich: Du wirst einen Sohn bekommen. Nenn den Sohn Ismael. Ismael wird ganz viele Nachkommen bekommen. Und aus ihm wird ein großes Volk werden von wilden Männern. Mit dieser für die damalige Zeit wirklich wunderbaren Verheißung kann Sarah Hagar nun zurückgehen zu Sarah und Abraham. Und Hagar ist so getröstet und gestärkt, dass sie den Ort, wo ihr der Engel begegnet ist, benennt. Sie gibt ihm einen Namen und sagt: Das ist der Brunnen des lebendigen Gottes, der mich sieht. Elroi. Gott sieht mich, so nennt sie diesen Gott, der ihr da durch den Engel begegnet ist. Dieser Gott begegnet auch uns immer wieder, auch dann, wenn es uns nicht gut geht und wenn wir ihn vielleicht nicht wahrnehmen. Gott nimmt uns wahr in unserem Elend. Er hat nämlich seine Augen weit auf.